Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch wieder bei GT Automotive, SAT Autosport, euren Partner für Tuning der besonderen Art PKW-Sonderabnahme. Heute haben wir so ein kleines, älteres Schätzchen, E-Klasse 2, Typ 211. 500er, also schon dicker. Ja, wie viele Luftfahrwerk, Koppelstangen eingebaut, irgendwas für 80 Euro bei eBay eingebaut, da müsste ich ja lügen und euch bescheißen, wenn ich sage, ich mache es anders. Nee, mache ich nicht. Die Stangen sind identisch, ja. Aber bei mir gibt es ein Gutachten. Ich habe sie geprüft. Deshalb sind sie bei mir auch teurer. Dann sagen die Jungs, okay, 80 Euro investiere ich. Dann schrauben sie da irgendwas. Seid mir nicht böse, es gibt mit Sicherheit welche, die können das. Es gibt auch mit Sicherheit welche, die es falsch machen. Hier haben wir wieder einen Fall, wo es nicht ganz so okay war. Kunde ist angehalten worden, Mängelkarte, dann kommt er zu mir. Dann baue ich die Stangen aus, dann sehe ich an den Stangen Schleifspuren, dann sehe ich, dass da die zwar gewinkelt sind, aber nicht so gewinkelt sein sollen, wie sie ursprünglich waren. Das auch hier im Fall. Der Kunde sagt, er hätte hinten schon mal einen Fehler gehabt. Klar, wenn die Stangen oder diese Koppelstangen dann irgendwo anschleifen und nicht sauber arbeiten können, gibt es auch schon eine Fehlermeldung. Ich glaube eher jetzt, dass es vernünftig funktioniert. Wir haben die Mängelkarte abgestempelt hier im Haus, TÜV gemacht, eingetragen, meine Koppelstangen eingebaut, gekennzeichnet, so dass der Kunde jetzt keine Probleme mehr kriegt, er kann jetzt fahren und ich hoffe, dass er jetzt auch besser fährt mit der Hinterachse wie vorher und dass er keine Fehlermeldung mehr gehört hat. Also, wie gesagt, Koppelstangen ist schnell gemacht, sieht auch einfach aus, sollte man aber trotzdem schon eine gewisse Erfahrung mitbringen und ich glaube, die habe ich. Also, wenn ihr irgendwas wissen wollt, fragen wollt, ruft an. Ich mache euch ein Angebot und ihr könnt sicher sein, ich nehme auch Reklamationen an. Es ist nicht immer alles ganz einfach, aber gerade bei so älteren Dingern ist es halt auch viel Fummel. Ja, wenn ihr was wissen wollt, ruft an, ich mache euch einen Preis und dann gucken wir, dass was vielleicht zusammenkommt. Ich wünsche euch was, Dankeschön, Bilder zeige ich euch gleich auf der Homepage. Ciao.